Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Just in Time Incorporated. Und was machen wir heute, Freunde? Wir beginnen den Tag mit dem schönsten Teil des Tages, mit der Arbeit. Mitarbeiter 3432 meldet sich natürlich wieder mit voller Freude zurück zum Dienst. Denn das hier ist der beste Job der Welt. Hey, Kevin, alles klar? Wolltest du ein Tutorial machen, oder was? Möchtest du auch gerne? Also es gibt genug Aufstiegschancen, ne? Nee, da kannst du nur staunen. Ja, weißt du, damals habe ich ja auch noch gestanden und angeguckt, da hatte ich noch keinen Zugangscode. Jetzt habe ich einen Zugangscode. Tja, so ist es. So, kann ich mit diesem Feuerlöscher Menschen einführen? Kevin, komm mal her, ich muss mal ganz kurz... Kevin! Der ignoriert mich einfach. Kevin, all die Jahre, die wir zusammen gearbeitet haben. Okay, Kevin, ich zeig dir jetzt einen Trick mit diesem Kugelschreiber, den hat mein Großvater mir beigebracht. Achtung! Zack! Und schon ist er da, wo der Zauberwürfel ist. Haha! Niemand hat ihn jemals wiedergefunden. Ich habe den Trick in meinem Leben 30 Mal gemacht und erst ein Würfel ist wieder aufgetaucht. Und du willst nicht wissen, wo. Okay. Alles klar. Den Adrian retten wir heute. Sehr schön. Adrian, China, 19 Jahre alt. Hightech-Waffen vertreibt er. Okay. Wir müssen vor dem automatischen Lasertank ein bisschen aufpassen. Der automatische Lasertank, der ist ein bisschen brutal. Our policyholder Adrian awaits execution. See that he is safely extracted. Adrian designed the automated laser tank now guarding him. It is quite lethal. Okay, naja gut, wir schauen uns die Situation erstmal an. Was genau passiert denn hier? Der schießt jetzt auf mich, ist klar. Ich werde die Kugel natürlich abfangen. Warte, ich warte. Schieß mal noch eine, damit ich noch eine in Reserve habe. So, dann haben wir den hier. Der Tank. Was kann denn dieser Tank so? Was ist mit dir, Bruder? Du kriegst ihn direkt. Bah, buh, wie so ein Helm fliegt. Yay! Super Helm. Aber hier liegt auch noch ein Messer rum. Bewegt sich der Lasertank? Hey, alles klar? Oh, da geht ein Alarm los. Da geht ein Alarm los. Was macht denn der Lasertank jetzt? Kann ich hier irgendwas am... Da ist eine Schaufel. Stopp das! Hör sofort auf! Mit die Schaufel. Oh, er hat ihn weggelasert. Das ist nicht so gut. Okay, es war jetzt ein bisschen blöd gemacht. Beware the automated laser thing. Ist, kann ich denn... Ach, Mann, dieses Kabel hier. See that he is safely extracted. Adrian designed the automated laser tank now guarding him. It is quite... So. Ich frage mich jetzt. Gib mir mal die Kugel. So. Okay, kann ich mit der Schaufel den Laser abwehren später? Guck mal, er so. Bevor er schießen konnte. Okay, alles klar, ich habe die Schaufel. Ich glaube, wir können raus hier. Oder? Die Schaufel müsste seine Schwachstelle sein. So, ich halte die Schaufel mal davor. Schieß nicht! Schieß nicht! Du hast doch die Entscheidung über dein Leben! Hat er mich jetzt getroffen? Okay, ich muss irgendwie diese Schaufel davor halten. Just in time incorporated. Wir helfen immer wieder gern. Los, schieß. Zack, und jetzt genau in den Hodenmums. Achtung. Ah, gut, dass ich so viel Zeit zum Zielen habe. Boom, Alter. Das tut mir echt leid, mein Freund, dass ich das so mit dir machen musste. Zack, Messerangriff, Messerangriff. Ey, von hinten in den Nacken und die Knarre schnell wegschmeißen, damit nicht noch der Finger zuckt. Wisst ihr, was ich meine? So, mal schauen, ob ich hier noch... Was ist das denn? Das ist ja viel einfacher hier, oder? Hallo?
Toll, und ich mache hier einen auf den Schaufelmeister. So, dann kommen Sie mal raus, junger Mann. Ich denke, wir haben den Laser abgeschaltet. Oder? Strom ist doch aus. Ja. Also ich denke, der macht nicht mehr viel. Ein bisschen Alarm macht er noch, aber ansonsten steht er nur hier rum. Oh, hätte ich ihn auch sprengen können, theoretisch? Hätte ich ihn auch sprengen können, wenn ich jetzt eine Kugel von dem Typen nehme und die vielleicht hier auf die Fässer geschossen hätte, wäre er dann explodiert? Tja, Adrian, war ja klar. Warte, ich würde das gerne nochmal kurz ausprobieren. Ich meine, wir haben die Mission geschafft, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal testen, ob es hier noch einen anderen Weg gibt. Okay, na dann, schieß mal, Bruce, Mr. Brusenstein. Schöner Schuss, wunderbar. Ich fange diesen auf. Schieße in das Fass. Ich schieße nochmal in das Fass. Okay, es läuft aus, aber ich... aber ich krieg's nicht kaputt. Also ich krieg's nicht zur Explosion. Schießen wir mal da rein. Ist der kaputt gegangen? Nee. Okay, ich denke mal... Ich denke mal, es macht keinen Unterschied, ne? Ob ich die jetzt, oder beziehungsweise... Ne. Tja, das tut mir sehr leid. Ist da ein Fenster drin? Okay, ja, da ist ein Fenster drin. Hallo? Wo ist die andere Kugel? Da fliegt sie noch. Hoppala! Und hinter ihm. Zack, da hinten fliegt dem Typen der Helm. So. Okay, wir haben es ja geschafft. Ich wollte nur mal checken, ob das geht. Ob das jetzt so ein Lösungsweg gewesen wäre, der Panzer und alles explodiert, alle fliegen durch die Gegend. Eingeweide, blutige Ärsche überall und natürlich der beste Agent der Welt. So, oh nein, jetzt kommt hier Not the One. Okay, wir versuchen es nochmal. Mr. Matrix. Ich versuche back to the Matrix zu kommen. Vielleicht habe ich das mit der Handgranate falsch gemacht. So, he had the power. Aber nicht die allmächtige Power. Zack. Okay, okay, läuft, läuft. Läuft, läuft. Was? Von was wird er getroffen? Oh nein, Alter. Von was wird er getroffen? Ah, das ist doch super gay, Alter. Okay. Okay, okay. Okay. Was ist jetzt schon wieder passiert? Oh Mann, eine ist mir wieder durchgegangen irgendwo. Oh. Zu unkontrolliert. Der Typ bewegt sich auch noch voran. Ich brauche 20-fache Zeitverlangsamung. Es muss noch langsamer sein. Ich glaube, ich kann denen eh nichts. Ne? Ich muss warten, bis die Matrix-Tussi, bis Tritmini, da hingegangen ist, um die zu erlegen. Oder? Sehe ich das falsch? Puck. So. Guck mal, schieß den kaputt. Und jetzt die Handgranate nehmen. Und hier fallen lassen. Oh mein Gott. Oh nein. Er hat Tritmini getötet. Shit. Okay, das mit der Granate hat nicht so funktioniert. Oh Mann, shit. Kann ich nicht auch eine Knarre nehmen und damit einfach schießen? Komm schon!
Ich glaube, Tritmini kann sterben, hä? Was? Wen hat's erwischt? Wie die Kugel zählt jetzt als... Oh Gott. Okay, Leute. Mr. Sanderson is convinced he has the power. Wir machen die Kugeln für Mr. Sanderson weg. Alles klar, alles klar. Ninja Styles, ganz easy. Ganz easy, Ninja Styles. Komm schon. Machen wir kaputt. Nein, nein. Der Teleport, er war zu weit. Was habe ich denn für Probleme mit dieser Mission? Das ist ja der Wahnsinn, oder? Mr. Sanderson. Mr. Sanderson. Es kann doch nicht hier das Nonplusultra der superletzten Missionen sein, Freunde. Okay, immer schön nach vorne kämpfen. Immer schön nach vorne kämpfen. Immer schön nach vorne. Da kommt noch eine. Hier, wir ziehen ihm die Klamotten aus. Von was? Von was, Alter? Da war doch keine Kugel mehr, Leute, im Ernst. Da ist doch keine Kugel mehr gewesen. Das gibt's doch gar nicht. Mr. Sanderson is convinced. Mr. Sanderson ist ein Arsch. Mag dich nicht mehr, Mr. Sanderson. Kung-Fu-Skills sind try a lot. Okay, nach vorne. Da kommt nichts mehr, da kommt nichts mehr. So, der hat nochmal geschossen. Aber guck mal, jetzt, da ist doch nichts mehr. So, den Helm weg. Da ist doch nichts mehr. Guck mal, wenn der jetzt verreckt, Alter. Komm schon. Stirb! Ja! Aber Tritmini hat's auch gefischt. Ja! Aber Tritmini war nicht das Problem, Alter. Tritmini ist nicht bei uns versichert gewesen. Und damit, tja, deswegen ist er der Auserwählte. Der Auserwählte der Just in Time in Cooperated. You've managed to complete all our outstanding assignments in a single work day. It appears we hired you just in time. Oh. Before you go home for the day, perhaps you might enjoy our hastily put together credits level. Das Credits Level, wollen wir das spielen? Well, if you change your mind, you can access the credits at any time in the lobby. Ach so, ja, war ja hier das Credit Board, ne? Ja, komm, das spielen wir dann jetzt auch noch. Das machen wir doch jetzt auch noch. Klar, Second Wind Interactive, die Leute wollen ja auch mal hier sehen. Excellent. You chose to come view the credits. I promise you they are short. And if you suffer through them, I will unlock these vaults next to you. Just in Time Incorporated was developed by Second Wind Interactive to try and make large amounts of cash. I cannot verify the accuracy of this claim, but what other motivation could there be? These two gentlemen made the questionable choice to quit their jobs and create this game. Feel free to berate them on Twitter if you hate it. I will also leave these deadly implements here for no reason whatsoever. These fine people also helped in various ways with the completion of the game. Due to budget cuts and general laziness, we were unable to make each of them a character. That's it. As promised, I will now permanently unlock these vaults so you may enjoy the bonus content. Yeah! Turn to headquarters? Cool!
Die zwei Leute haben das Spiel gemacht. Sehr nice. So, Bonus Level 1. A very early level. Our real, was? Level created to test our auto. Okay. Schauen wir mal Bonus Level 1 an. Second Grandpa Kill Counter. Zack! Gib mal das Messer. Huh. Oh. Nein, ihr dürft die Oma nicht. Alle kämpfen um die Oma. Alle kämpfen um die Oma. Lass die Oma ins ja. Achtung. Ups. Ah, schön ins Auge. Achtung, und hier ein in die Milz oder wo auch immer hin. Hallo, Opa? Hallo? So, machen wir hier mal so einen Sharp Attack. Zack. Whoop. Und nochmal einen ins Skrotum. Ich kann nichts dafür, er ist selber reingelaufen. Ihr habt's gesehen. Tja. Die wunderbaren Liebhaber. Naja, Freunde. Wir haben noch ein bisschen, oder? Ja. Jo. So. Bonus Level 0. Das sind alles so. Du kannst das gelbe Ding vor dem roten Ding retten. Okay. Geil. Voll das gute Testlevel. Ja. Machen wir so, ne? Müsste ja gar nicht so schwer sein. Toll. Sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob das alles so... Naja, komm, schauen wir uns das noch an hier. Bonus Level 2. Mrs. Whiskers. Granny. Hätte die kleine Pappkatzenschachtel. Pappkatzenschachtelpappel? Papp... Warte mal. Pappkatze. Pappkatzenschachtel. Schachtel Pappkatze? Mr. Whiskers ist noch im Haus. Nein, Mrs. Whiskers. Okay. Feuerwehrmann. Feuerwehrmann Kreis rettet die Katze. Wo ist er? Mr. Whiskers. Bist du hier drin? Oh nein. Die Oma ist noch im Haus. Da ist die Katze. Mr. Whiskers. Oh nein, was ist das? Da kommen kleine Katzen raus. Mr. Whiskers. Hier sind noch kleine Babykatzen. Komm schon. Rettet auch noch die Babys. Sind alle raus. Nein, da ist noch eins. Warum rennt die zurück ins Haus? Katze. Catnip. Kommt alle mit mir. Da ist noch eine. Komm schon. Hä? Okay, sie läuft alleine. Sind alle Katzen draußen? Okay, alle Katzen draußen. Sehr gut, wir haben alle gerettet. So kleinen Baby-Whiskers, die aus ihr rausgesprudelt kamen, während wir sie gerettet haben. Sehr schön. Warum haben sie denn die Mission nicht mit reingenommen? Naja. Fred Lovin. Hardman. Man. Der gute Fred. Schauen wir mal, was ist der denn? This hippie has taken his protest too far and is now in danger. Help him escape safely to the stolen truck. To the stolen truck? Hier machen?
Oh, hallo. Ich glaube, ich weiß, warum sie die Mission nicht mit reingenommen haben. Mississippi has taken his trophy. Also ich schätze, man macht das so, oder? So muss man machen und dann wieder zurückfahren. So. Jetzt drücken wir mal das Knöpfchen. Okay. Ja, und jetzt steckt er fest, oder was? Hey, Mister. Warum geht das nicht weiter hier mit dir? Hallo. Hallo, Mister. Okay, die Mission ist scheiße, Freunde. Fred Lovin, naja. It's gone too far. Dann hätten wir ihn darüber gepusht und alle wären mit dem Truck gekommen. So, was haben wir hier noch? Sieht das irgendwie interessant aus? John und Jane. Schauen wir mal, was John und Jane noch so haben. Wir bei der Just in Time Incorporated lassen niemanden sterben, außer Hippies auf Holzfälleranlagen. Das ist ausgenommen, hätte er sich vorher mal informiert. John und Jane, wrong place, wrong time. Rescue two of our clients, stuck in an active war zone. Shit, und wo sind die? Whoa, what? Wait, what? Alter! Okay, verstehe ich alles nicht. Freunde, ich würde sagen, das ist es gewesen von Just in Time Incorporated. Tja, die Bonuslevel sind halt nur so. Ihr wisst schon. Alles klar, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. War ein wunderschönes Let's Play mal wieder mit euch. Wenn irgendwelche Updates kommen oder so, könnt ihr natürlich Bescheid sagen, wenn ihr das Video erst in einem Jahr guckt und sagt, hey, Kreis, da gibt's neue Level oder so. Checkt das mal aus. Machen wir natürlich. Alles klar. Ansonsten vielen Dank fürs Lesen, Bewerten, Kommentieren, Zusehen, überhaupt Community und so. Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Ich mache noch ein paar Übungen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, beim nächsten Let's Play, wo auch immer ihr möchtet. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und reingehauen. Ciao.